fahre nächste Woche nach Berlin. Irgendwelche Ideen, was man machen muss? Ja, vor Berlin schnell noch abbiegen. Nee. Nee, im Ernst. Weiß ich auch nicht. Döner essen sollte man in Berlin machen. Und sonst weiß ich nicht. Ich bin jetzt halt auch nicht der größte Berlin-Kenner und nicht der allergrößte Berlin-Fan. Ich finde Berlin ganz nett zum ab und zu mal hinfahren, aber es ist jetzt auch nicht die Stadt, wo ich sage, ja. Ich glaube, was mich an Berlin stört, als jemand, der nicht aus Berlin ist, ist, wenn man nach Berlin fährt, ne, und man trifft da Freunde, die wollen einem Berlin zeigen. Ich beschreibe mal, wie so ein Hamburg-Trip ausläuft. Dann würdet ihr kommen und ich würde sagen, ey, lass doch mal anfangen, wir gehen erstmal auf eine Schanze oder so. Holen uns ein Bier am Kiosk, hängen da ein bisschen rum, so. Oder keine Ahnung, gehen auf eine Schanze, so. Oder, wobei, machen wir einen ganzen Tag, weil das beschreibt es eigentlich besser. Wir machen einen ganzen Tag. Ah, nee, abends weggehen reicht schon völlig. So, abends weggehen. Wir gehen auf eine Schanze, trinken da irgendwo ein Bier an der Ecke. Dann gehen wir ein bisschen weiter, setzen uns in irgendeine Kneipe oder in irgendeinen Imbiss, essen was. Und dann geht es weiter irgendwo Richtung Reeperbahn auf den Berg und dann trinkt man da was. So, das ist halt eine logische Linie an Orten. So. Und in der Zeit haben wir gegessen, getrunken. Oh Gott, mein Stuhl ist aus. So. Gegessen, getrunken und Spaß gehabt. So. Und in Berlin war es bei mir immer so, man kommt in Berlin an, dann kommt man in einer Runde zusammen und irgendjemand sagt, ich kenne den geilsten Crepe-Laden in Berlin. Lass da mal hin. Und ich so, geil, geil, auf jeden Fall, hört sich geil an. Dann gehst du nach Berlin, setzt dich in den Zug und fährst eine halbe Stunde zum geilsten Crepe-Laden. Dann fährst du zum geilsten Crepe-Laden, steigst aus, isst ein Crepe. So, ich sag jetzt nicht mal was zu dem Laden, weil das kann ich überhaupt nicht, sondern einfach gehst in den Laden, ist vielleicht ein geiler Crepe und so, und dann kommst du wieder raus und die sagen, ja, lass mal was trinken gehen, ich kenne eine mega szenige Bar in dem und dem Viertel, lass mal hin, alles klar, cool. Setzen uns in eine Bahn und fahren wieder 30 Minuten zu dieser Bar, gehen in diese Bar, trinken was. Dann sagt irgendjemand, oh geil, ist aber noch so geiles Wetter, lass mal in den Park setzen. Ja, geil, lass mal in den Park setzen. Dann gehst du raus, setzt dich in eine Bahn, fährst 45 Minuten zu dem Park und setzt dich in den Park. Und das ist das, was in Berlin Leute so geil finden. Also wenn du aus Berlin bist, ist diese Vielfalt der Shit. Das macht halt Hammer Bock. Du kannst rumfahren, es gibt immer was zu sehen, es gibt tausend Geheimtipps an jeder Ecke. Aber ich bin ein Dorfjunge. Ich will wie in Hamburg feiern gehen, so wie in meinem Dörfchen. Ich will da anfangen und dann laufe ich eine gerade Linie und auf der werde ich immer betrunkener und satter. Und dann bin ich fertig. So will ich feiern. Aber sonst, wie gesagt, ich kann nicht mal sagen, ich finde Berlin kacke, sondern mehr so, ich bin ein zu bequemes Schwein für Berlin. Lineares Feiern, ja. Es muss ein gerader Verlauf sein. So wie früher auf dem Dorf. Weißt du, hat man sich irgendwie bei Otto getroffen, hat sich Korn-Cola reingedreht, bis man selber dreht und dann ist man in die Dorfdiskothek Tange gefahren oder so. Als Berliner verlässt man sein Stadtteil doch auch nie. Vielleicht habe ich dann die falschen oder Berliner kennengelernt, die es anders machen. Also ich sage, ich kann es auch nicht beurteilen. Ich habe nie in Berlin gewohnt. Also. Wobei, wo wir gerade bei Städten sind, ich habe dieses Jahr auch feststellen müssen, dass es ein paar Städte gibt, die ich falsch eingeschätzt habe. Dazu gehört auf jeden Fall Frankfurt. Vorher war ich immer nur beruflich in Frankfurt. Und wenn ich in Frankfurt war, habe ich danach zu jedem gesagt, wie kann man in diesem betonverseuchten Nest leben? Das ist ohne Scheiß wie ein Vogel im Käfig, nur ohne Spiegel, um sich anzugucken. So, das ist halt wirklich so ein trostloser Ort. So, und dann waren wir aber, ich weiß gar nicht mehr warum. Warum war ich denn in Frankfurt? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie waren wir dann in Frankfurt und dann waren wir auch so ein bisschen in der Altstadt und sind ein bisschen rumgefahren und so. Und Frankfurt kann schon auch cool sein und echt ganz schön. So, wenn man sich da halt ein bisschen umguckt, ist es eigentlich auch irgendwie ganz cool. So. Und das, also, wisst ihr, das war dann so mein Eindruck irgendwie, dass man sich manche Städte zweimal angucken sollte. Außer, hier kommen meine absolut worst Städte, in denen ich je war. Nummer 2, Ludwigshafen. Es tut mir wirklich leid für alle von euch, die in Ludwigshafen leben, aber zieht doch über den Fluss in die schöne Stadt. Also ihr müsst da ja so nicht leben. Ihr könnt ja über eine Brücke in einer besseren Stadt wohnen. Aber ich war auch nur zweimal in Ludwigshafen. Das ist meine Beurteilung nach 2 Ludwigshafen-Besuchen. Heieieiei, ist das eine Stadt. Überhaupt nicht schön. Das hat mir gar nicht gut gefallen. So, aber Ludwigshafen ist eine absolute Perle immer noch gegen Wilhelmshaven. Ich habe in Wilhelmshaven ja gewohnt eine Zeit. Boah, ist das eine Stadt, ey. Ich meine, die liegt am Meer. Wie kann man dann hässlich sein? Aber fahrt mal nach Wilhelmshaven und atmet das. Atmet dieses Gefühl. Ah, ist der Ort hässlich? Ja, schön. Oh, Wilhelmshaven hat 2 Strände, ne? Also Wilhelmshaven liegt ja am Jadebusen. Busen. So, liegt dann so am Jadebusen. Das heißt, es hätte oben und es hätte komplett, die ganze Stadt würde aus dem Strand bestehen. Dann sitzen so die Wilhelmshavener irgendwie Stadträte zusammen, so. Oh ja, lass mal Nordstrand. Nordstrand machen wir Militärstützpunkt. So, also Militärstützpunkt. Der komplette Nordstrand. So, gibt's nicht mehr. Kann man nicht mehr hin. Ist weg. Industrie und. Also es ist nur Hafen und Militärhafen. So. Und dann denken die so: Ja, wir haben noch den ganzen Südstrand. Und der eine so: Ja, lass da mal ein Klärwerk hinbauen. Das ist kein Scherz. Dann haben die da ein Klärwerk hingebaut.
an den Südstrand. Ich raff das nicht. Wie kann man so eine Stadt vor die Wand fahren? Na, jedenfalls, Wilhelmshaven. Das Problem an Wilhelmshaven ist, wenn Wilhelmshaven sich mal da. Hamburg zum Beispiel oder Berlin, die haben ja den Charme, dass sie runtergerotzt sind, manche Ecken. Wisst ihr? Also, manche Ecken fühlen sich einfach schmuddelig und scheiße an. Und dadurch sind die cool. Und wenn Wilhelmshaven mal akzeptieren würde, dass es schmuddelig und kacke ist, dann könnte das so geil sein. Aber Wilhelmshaven versucht immer gut zu sein. Warst du mal im besten Stadt, im besten Dorf der Welt, Wildeshausen? Also sind das zwei voneinander losgelöste Dinge. Wildeshausen ist schon ganz nett, aber ist auf jeden Fall nicht die beste Stadt der Welt. Hocke soll Deutschland bereisen und Städte bewerten, ja. Es gibt auch Städte zum Beispiel. Ich war schon mal in Koblenz, so, ne? Ich habe euch ja mal erzählt. Es werdet ihr, wenn ihr mich auf der Gamescom trefft und ansprecht, ich verrate euch jetzt meine Verhaltensmuster. Ich werde euch fragen, woher ihr kommt, wenn die Zeit da ist. Dann sagt ihr mir eine Stadt oder einen Ort und dann versuche ich, irgendeinen Random Fact über diesen Ort einzustreuen. Erstens, um zu zeigen, dass ich mich grundsätzlich dafür interessiere, was ihr macht. Und zweitens, weil das Spaß macht. Das heißt, ihr sagt zum Beispiel, ich bin aus Koblenz. Dann sage ich, oh, in Koblenz war ich auch mal. Habe ich eine Freundin, die hat da eine Oper gesungen. Und da gegenüber war doch dieses tolle große Ding. Und dann Deutsches Eck. Wenn ihr mal in Koblenz wart, Deutsches Eck ist sehr beeindruckend. Wirklich. Hier, genau, Duisburg. Habe ich mal ein halbes Jahr gelebt. Duisburg, wo ich dreimal überfallen. Das ist die schöne Geschichte zu Duisburg, die mir einfällt. Oder über die Discos reden von Duisburg. Düsseldorf. Düsseldorf fange ich immer gleich an mit, ich war mal in Köln, mache ich mich gleich beliebt. Ich war mal in Köln und dann wollten wir auf ein Konzert und dann meinte jemand, das ist in Düsseldorf. Und habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Ne? Und ich als Dorfjunge dachte so, was, das ist in Düsseldorf? Müssen wir ganz in eine andere Stadt? Krass, Alter. So, wir setzen uns in die Bahn, fahren 10 Minuten und sind da bei dem Konzert. Und ich so, hä? Und hier hasst ihr jetzt die Menschen? Wie gering ist die Grenze bei Düsseldorfern und Kölnern, um sich zu hassen? Das, hä? Also, bei uns ist wenigstens noch das Nachbardorf. Das ist noch wirklich weit weg als Kind. Aber das ist doch genau aneinander. Wie kann man sich hassen? So, Münster, kann ich auch was zu erzählen. Münster habe ich mal so ein Pen and Paper gemacht. Toller Dom, Münster. Hat ja Unmengen Kirchen, Münster. Wunderschöne Stadt, Münster. Oh, toll. Ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Also, mein Tipp, wenn ihr mal in den Norden fahrt, guckt euch mal Münster an. Ist wirklich eine schöne Stadt. Köln. Köln rede ich über die Gamescom. Messegelände. Oder über Kölsch, dass ich Kölsch, helles Kölsch mag. Das einzige Mischbier, das kommt immer gut an. Da muss man nämlich nicht zugeben, dass man Kölsch selber nicht so findet. So, warte, ich gucke gerade die Städte. Braunschweig. Braunschweig wohnt ein guter Kumpel von mir. Simon, der ist wahrscheinlich auch gerade im Chat. Braunschweig ist auch sehr hübsch. Was kann ich dazu erzählen? Ich weiß noch, dass wir mal mit meiner Freundin mussten wir extra nach Braunschweig, weil das in ganz Norddeutschland für uns erreichbar der einzige Dunkin' Donuts war. Und sie wollte da unbedingt hin. Freiberg. War ich da schon mal? Wo ist denn Freiberg? Müssen wir mal gucken. Also ich hätte jetzt sofort losgestochert, dass es irgendwo im Süden ist. Ich glaube, da war ich noch nicht. Nee, da war ich noch gar nicht. Freiberg kenne ich nicht, sorry. Da hätte ich jetzt nichts zu erzählen können. Fuck, aber was hat denn Freiberg? Sieht hübsch aus auf den Bildern. Universitätsstadt. Ist eine große Kreisstadt zwischen Bergstedt und Mittelfranken-Sachsen, zwischen Dresden und Chemnitz. Verwaltungssitz war im Landkreis Mittelsachsen. Ah, okay, alles nicht spannend. Muss ich mir was Besseres nochmal raussuchen. Bremen. Ja, was soll ich zu Bremen sagen? Aus Bremen kenne ich eine Menge Leute. Wir waren früher auch in Bremen feiern. Es tut mir wirklich leid, ne? Aber für mich ist das Dreieck der schönen Städte im Norden ist für mich Hamburg, Bremen, Oldenburg. Das sind die drei schönen Städte in Niedersachsen so. Ne? Ja, Hamburg und Bremen sind eigene, aber machen wir uns nichts vor. Das ist nah beieinander so. Und es ist ein harter Vergleich, so, weil Bremen ist eine schöne Stadt, hat wirklich wunderschöne Ecken, so, aber es steht halt neben Oldenburg und Hamburg. Und Hamburg ist cool, man kann eine Menge erleben und Oldenburg ist wunderschön. Ich komme da auch her, aber auch so ehrlich, wenn ihr mal im Norden seid und die Gelegenheit habt, euch Oldenburg anzugucken, boah, das ist eine mega schöne Stadt. Also wirklich richtig schön. So. Absolut falsche Richtung. Hamburg-Lübeck-Wismar. Also sorry, Wismar. Die Stadt alleine, das habe ich das letzte Mal vor 6 Jahren gelesen, das Wort. Wismar. Pff. Stralsund. War ich auch mal. Stralsund kann ich drüber erzählen, wie krass die Veränderung in den Jahren war. Ich war in Stralsund das erste Mal, da war ich noch sehr jung. 10 oder so? Vielleicht. Und da muss ich offen zugeben, in meiner Erinnerung war Stralsund da wirklich nicht schön. Also ich hoffe, ich verwechsel das nicht. Ich glaube, es war Stralsund. Da war Stralsund echt nicht schön. Puiuiui. So, und dann waren wir nochmal in Stralsund. Ja, ist richtig. Und dann waren wir nochmal in Stralsund vor 4 Jahren oder so. Boah, Stralsund hat sich richtig krass gemacht. Alter, ist das hübsch geworden. Da haben sie also richtig Arbeit reingesteckt und das sieht man Stralsund auch an. Wien. Wien finde ich auch wunderschön. Ich mag aber auch Wiener Schmäh sehr gerne. Ich hatte früher sehr viele Kumpels aus Wien, die ich so übers Internet kennengelernt habe. Und ich mochte, dass die einfach Arschlöcher waren. Egal, wo wir hingekommen sind, die waren einfach immer, ja, geh.
Gebiete. So, die haben halt einfach auf alles und jeden herabgeblickt. Das fand ich gut. Freiburg, kommt meine Freundin her, kann ich also eine ganze Menge sogar drüber erzählen. Freiburg im Breisgau, eine wunderschöne Stadt. Ich war auch schon mal in Freiburg in Norddeutschland. Hier ist ein Freiburg ganz in der Nähe. Ja, ganz in der Nähe. Wie findest du Ottos Heimatstadt? Leer? Auch schön. Kommt meine andere Familienhälfte ja her, die haben in Leer gewohnt, in der Ecke. Gießen oder Marburg? Ich kenne Marburg nicht gut. Also Gießen war ich schon mal. Boah, jetzt muss ich... Elefantenklo. Gießen kann ich nur das Elefantenklo. Das ist somit das Einzige, was ich erzählen kann. Wer Gießener ist, kann im Chat ja mal erklären, was das Elefantenklo ist. Ja, wenn man nicht aus Gießen ist, dann erschließt sich... Wir waren ja neulich in Gießen, weil... darf ich sagen, dass sie daherkommt? Ich sag's jetzt mal nicht. Wir waren in Gießen für einen Vortrag mit einer Freundin. Bei dem Vortrag haben wir echt ein paar, also in der Firma noch ein paar nette Leute kennengelernt und so. Und die sagen halt alle, Gießen ist geil, es ist hässlich, aber cool, ich wohne hier gerne. Und ich glaube, das ist halt an Gießen ganz gut. Gießen ist nicht prätentiös so. Also Gießen stellt sich nicht wie eine andere Stadt hin und sagt, oh, wir sind hip und wunderschön. So, Gießen weiß halt, dass es scheiße aussieht. Und dadurch ist es halt cool. Otto kommt aus Emden. Oh ja, Entschuldigung. Bamberg, die Stadt der Biere und der Brauereien. Das ist deine Beschreibung für Bamberg? Bayern, muss ich aber sagen, sehr nette Menschen aber immer. Ich habe eine Zeit Autos überführt aus Bayern, sehr, sehr nette Menschen. In Bern war ich schon, ja. Das mache ich noch kurz. Schweiz kannst du immer den gleichen Funfact nehmen, dass die Stadt einfach mega schön ist. Also es ist halt egal, wo du in der Schweiz bist, die Städte sehen halt immer Hammer aus. So. Was ist denn die schönste Stadt laut deiner Meinung? Nur Deutschland oder insgesamt? Also deutschsprachiger Raum, also darf ich Schweiz und Österreich mit reinnehmen oder Deutschland? Schwer zu sagen. Schönste Stadt? Habe noch nicht so viel gesehen. Gibt halt viele, die auch für sich schön stehen. Ich würde jetzt Oldenburg nicht nehmen, weil es meine Heimat ist. Ich finde Oldenburg das am schönsten, aber auch, weil ich mich da halt zu Hause fühle. Das heißt, das ist unfair. Freiburg im Breisgau muss man leider schon... Das ist schon eine sauschöne Stadt. Das Wetter ist immer arschgeil und so. Ist ein bisschen teuer, aber so, das kannst du über fast jede Stadt mittlerweile eher sagen. Freiburg ist schon sauschön. Also wenn ihr da mal seid, dann glaube ich, kann man wenig darüber sagen, dass diese Stadt nicht hübsch ist. Könnte ein bisschen grüner sein, aber so umzu ist es sehr grün, aber so zentral könnte ein bisschen grüner sein. München. Du holst keinen Norddeutschen mit München ab. München mag eine schöne Stadt sein, aber ey, du kommst nicht drüber weg. München hat einfach eine sehr eigene Stimmung. So, und die holt mich persönlich halt überhaupt nicht ab. Also München wäre keine Stadt, in der ich leben würde. Dresden war ich erst einmal, habe ich auch sehr Gutes drüber gehört und ich fand Dresden auch sehr schön, ja. So, jetzt genug. Genug. Wir einigen uns darauf, dass wir uns alle nicht beklagen können. Ich glaube, die meisten Städte in Deutschland, in denen kann man es sehr gut aushalten. Sogar Wilhelmshaven. Solltet ihr arbeitslos sein zum Beispiel und gar keinen Bock haben zu arbeiten, aber ihr würdet gerne mit mehr Blick auf zwei Etagen wohnen? Wilhelmshaven, das ist die Antwort für euch. Wilhelmshaven gibt sowieso keine Jobs, Wohnungen kosten nichts und das Meer ist gleich vor der Tür. Klar, kann mal eine Kackwurst vorbeischippern, aber... Warst du schon mal in Kassel? Ich war auch schon mal in Kassel. Ist auch sehr schön. Ich muss halt... Also auch Freiburg hat ein bisschen... Reden wir mal über Studentenstädte, ne? Studentenstädte sind ja immer ganz cool, wenn man Student ist. So, die machen auch Spaß, cooles kulturelles Angebot. Und auch ich lebe gerne in Studentenstädten, weil das kulturelle Angebot davon sehr stark profitiert. Es trägt aber auch manchmal dazu bei, dass in der Stadt abends so eine gewisse Stimmung, so eine, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, jeder, der nicht studiert oder der aus dem Studium raus ist, versteht, was ich meine. So, wenn man von Studenten umgeben ist, dann merkt man, dass da überall nur Studenten sind. Und das meine ich nicht mal abfällig. Man fühlt sich manchmal so ein bisschen fehl am Platz dadurch. So, und auf der einen Seite ist das ein Segen, weil Studenten einfach auch gehen viel mehr weg, so gefühlt zumindest, ne? Also, oder zumindest sind halt viele junge Leute und viele junge Leute tun der Stadt in der Regel auch gut. So. Aber Kassel finde ich zum Beispiel auch eine krasse Studentenstadt. Alter Schwede, ey. Heidelberg ist die schönste Stadt Deutschlands. Wichtiger Funfact übrigens, solltet ihr Safe Call hinter einer Aussage schreiben müssen, habt ihr Unrecht. Stimme dir zu, Heidelberg ist hammerschön, es könnte sogar die schönste Stadt sein, aber in dem Moment, wo du Safe Call dahinter geschrieben hast, vorbei, ist gescheitert. Niederegger, Lübeck, ich bin auch dumm, aus Lübeck kommt Niederegger. Danke. Ich habe gelernt, dass Niederegger das halbe Jahr zu hat oder so. Macht auch Sinn, aber ganz schön krass, so, dass so eine große Firma einfach das halbe Jahr geschlossen hat. Wir haben immerhin eine schöne Burg in Friedberg. Alter, Friedberg ist ja wohl eine der schönsten Orte, in denen ich je war. Spinn ich? Friedberg ist doch das... Ist das nicht das, wo die Hälfte der ganzen Stadt einfach nur historisch ist? Warte, war das Friedberg? Ich war doch neulich bei Pegasus-Spiele und da waren wir in irgendeinem Ort. Und da sah einfach alles geil aus. Bad Nauheim, genau, Bad Nauheim. Alter, geht mal nach Bad Nauheim. Wie kann denn ein Ort so aussehen? Also Friedberg ist auch schön, aber stimmt, Bad Nauheim. Alter, alles ist 20.000 Jahre alt. Geht mal auf Google und gebt mal Bad Nauheim ein. Da sind Bilder und da könnt ihr abhängen. Hier. Da dürft ihr abhängen auf diesem Brunnen.
Da kann man hingehen. Das ist nicht ein Museum. Das da hinten, da ist der Bahnhof. Ich konnte das überhaupt nicht fassen. Wir waren da und die so, ja, hier kann man aber im Moment nicht mehr schwimmen. Da drin. Und ich so, hä, okay. Das, Alter, das ist so schön, ey. Bad Nauheim ist richtig krass schön. Hauke, wenn du La im Schwarzwald kennst, hast du dann zu sagen, ist alles gesehen. Ich war schon in La. La ist schön. Aber es ist auch mal, ich bin halt auch befangen. Ich bin halt Norddeutscher und ich finde süddeutsche Architektur manchmal schwierig. So, weil ich komme halt aus einem Teil von Deutschland, in dem man ein rotes Backsteinhaus mit einem roten Dach baut. Und wenn man das nicht macht, dann ist man ein Hippie. So. Und in Süddeutschland ist die Architektur ja sehr, bunt ist immer so ein blödes Wort, aber sehr vielseitig. Und das, was viele Leute halt daran total schön finden, das schreckt mich halt eher ab, weil ich das nicht gewohnt bin. Das heißt, ich bin oft in süddeutschen Städten und denke so, ja, sieht aus wie auf einem Touri-Foto, der absolute Hammer, aber ist nicht meins. So. Schon mal in Aachen gewesen, auch die Verkörperung einer Studentenstadt par excellence. Ja, Aachen hat leider ein bisschen wenig Mädchen abbekommen, studententechnisch. So ein bisschen wie Wilhelmshaven. Das hat einen Bundeswehrstandort und eine FH, an der man eigentlich hauptsächlich eher so maskulin geprägte Studiengänge machen kann. Was heißt maskulin geprägt? Studiengänge, die hauptsächlich aktuell von Männern besucht werden. Der typische Friesenbaustil. Mhm. Für die Ewigkeit. Und dann wird es sowieso von der nächsten Flut weggespült. Also magst du deswegen Aachen nicht, weil da nicht mit Mädels sind? Doch, Aachen ist ganz schön. Ich war nicht viel in Aachen. Ich bin irgendwann mal nur durchgefahren. So beruflich mal eine Stunde irgendwie abgehangen, kurz in die Innenstadt, weil ich länger warten musste. Aber... So. Jetzt gut. Alle anderen Fun Facts müsst ihr mich direkt ansprechen.